Was geht, Leute? Herzlich willkommen hier zurück bei unserem ersten Tutorial wieder seit langer Zeit. Wird auch gleich losgehen. Vorab habe ich noch ein paar wichtige Infos. Ein wichtiges Info für das Tutorial, was gleich kommt, und zwar das Tutorial, wie man Skins animiert. Ich muss mal jetzt den Friseurschweiß. Wie man Skins animiert. Und da gibt es dann halt so ein, wenn du bei Google eingibst, Steve Rick, kostet das die Vollversion, wo man halt alles machen kann, Finger, alles so eine Scheiße. Hiermit, wo man halt alles machen kann, das ist ja der richtige Steve Rick. Und der kostet, glaube ich, 20 Euro oder billiger oder so. Ich werde ihn in dem Video, verlinken euch bei Mediafire, da könnt ihr euch ihn downloaden. Ich verschenke ihn sozusagen, ihr müsst ihn nicht mehr kaufen, Leute. Ich hab mir es gekauft, verlinke es euch bei Mediafire einen Link, ihr müsst bloß downloaden, habt ihr die Vollversion, alles klar, so machen wir es, Leute. Weil, ja, ihr müsst euch nicht extra kaufen, ich verlinke es euch und so habt ihr es kostenlos, mache ich natürlich für euch, Leute. Das würde ich bloß mal sagen und wünsche euch jetzt viel Spaß bei dem Tutorial-Video, wie man Skins animiert. Viel Spaß! Jo, was geht, Leute? Herzlich willkommen hier zurück bei einem weiteren Video von mir. Heute sind wir ja beim Tutorial angelangt. Heute ist Freitag, das Tutorial-Video, was 17 Uhr jetzt hochkommt. Und zwar seht ihr schon, es geht über den Steve Rick. Und zwar möchte ich heute bei dem Tutorial einfach mal zeigen, wie man denn einen Skin animiert. So, jetzt denkt ihr euch ja schon, ja, das ist ja aber, man braucht diese Version, das ist die Vollversion. Die bekommt ihr dann auf dieser Seite hier. Die Seite werde ich übrigens nicht in die Beschreibung tun. Hier könnt ihr es bezahlen. Ich habe es mir gekauft. Und jetzt bin ich der Meinung, ich habe es mir gekauft. Ich werde es euch bei Mediafire verlinken. Das heißt, guckt auf jeden Fall in die Beschreibung. Da steht dann Geschenk, Steve Rick. Klickt ihr drauf und könnt euch die Vollversion downloaden. Denn ich muss sagen, ihr seid meine Abonnenten, ihr seid meine Zuschauer. Und dafür gebe ich euch das schon mal als Verlosung, könnt ihr mal sagen, mit dazu. Ich gebe euch also mein Geschenk. Klickt einfach unten auf den Mediafire-Link, da könnt ihr euch die Vollversion von Steve Rick downloaden, denn mit der kostenlosen Version kommt ihr zwar schon, ja, kommt ihr nicht sehr weit, sagen wir mal so. Also holt euch hier die Vollversion, unten der Link zum Mediafire, ihr braucht nicht Danke sagen, ich mache das gerne für euch, Leute. Gebe ich euch hier die Vollversion für 15 Euro aus, müsst ihr nicht mehr bezahlen. Genau, also klickt auf den Mediafire-Link, dann downloadet ihr euch das. So, wenn ihr das gedownloadet habt, dann seht ihr hier dann auf dem Desktop logischerweise, ich habe den mal etwas ausgemüllt. Und das ist dann hier dieses Steve Rick, da müsst ihr so eine ZIP-Datei bekommen, die werde ich euch genau hier in dieser Beschreibung tun. Und habt ihr einmal R12, R13, wenn ihr das beides öffnet, habt ihr eine Readme und eine Version History. Ich empfehle euch mit der R13, beziehungsweise ich mache es mit der R12. Also ja, holt euch das, was ihr braucht, einfach auf dem Desktop. So, das wäre in meinem Fall jetzt hier die R12. Klickt ihr einfach mal drauf auf die R12 und habt ihr hier Cinema 4D-Files und den Content Browser. Ja, bei Cinema 4D-Files habt ihr hier zwei Cinema 4D-Files drin und bei Texture diese ganzen Texturen, die wir dafür brauchen. Bei den Content Browser haben wir hier Minecraft Steve Rick bei Readlion. Ja, können wir nicht öffnen, weil es wie gesagt schon auf dem Desktop ist. Wenn wir das jetzt hier öffnen. Ah, genau. Das ist jetzt hierfür, wenn ihr das als Standard in einem Content Browser haben wollt. Zeige ich auch gleich mal, wie das geht. Und zwar geht ihr hier oben auf PC. Dann auf euren Laufwerk, Windows 8 C, dann auf Programme 86, Cinema 4D R12, dann auf Library Browser und fügt dann hier einfach diesen Steve Rick 1.1 bei Readlion hier einfach rein. Dateien hier ersetzen, überspringen und dann habt ihr es schon drinne. Und ja, wenn ihr das dann installiert habt, habt ihr die Vollversion von dem Steve Rick. Herzlichen Glückwunsch, Leute, und ja, ich habe es euch bereitgestellt. So, dann habe ich hier einmal den Cinema 4D Lightroom. Den werden wir allerdings nicht benötigen, den brauchen wir eigentlich nicht. Das bedeutet, wir gehen jetzt hier zu R12, Cinema 4D Files und öffnen hier den, Entschuldigung. Ich meine, wir gehen einfach zu Cinema 4D rein. Wir gehen einfach zu Cinema 4D. Wir öffnen einfach ganz normal Cinema 4D. Natürlich braucht ihr Cinema 4D dafür. Ich kann euch jetzt hier keinen Crack oder so irgendwie anbieten. Ich kann euch auch nicht irgendwie die Downloads jetzt bereitstellen. Das heißt, ihr bräuchtet schon Cinema 4D, das ist auf jeden Fall Standard. Das kann ich euch natürlich jetzt nicht bezahlen, also so viel Geld habe ich auch wieder nicht. Aber den Steve Rick gebe ich euch gerne aus. So, dann geht ihr hier oben, wenn ihr bei Cinema 4D seid, hier oben.
dieses Browser, auf diesen Weltatlas-Zeichen hier oben. Content Browser ist das. Und dann, ja, bei mir lädt es ganz kurz. Ist anscheinend normal, weiß ich nicht so ganz. Ah, komm, warte ich aus, Meister. Mach hinne. Genau. Und dann, das ist bei euch schon nicht da, bei euch dann irgendwie was anderes da. Ihr geht dann hier links in der Spalte, müsste irgendwo stehen, Minecraft Steve Rig V1.1 by Whitelion. Und das dann, da muss einmal hier ein Steve Rig in grün sein und einmal ein Steve Custom Rig in blau. Das ist dann nur die Vollversion. Und dann geht ihr einfach auf Steve Rig Custom Skin, auf den blauen Skin. So, und dann habt ihr hier euren Skin stehen. Jetzt denkt ihr euch, das ist aber nicht mein Skin, what the fuck, und was ist jetzt hier los, und wie machen wir das? Keine Sorge, ich bin ja voll da. Wir drehen uns jetzt erstmal so, dass der uns gerade anguckt. So mache ich übrigens auch mein Thumbnail jetzt nicht. So. So. Jetzt klickt ihr hier auf Steve Rig Custom Skin und jetzt seht ihr eine ganze Scheiße voller Müll. Jetzt müsst ihr erstmal euren Skin hier einfügen. Wie machen wir das? Hier auf Custom Skin, aber dafür braucht ihr auf eurem Desktop erstmal sowas hier. Das ist euer Skin und wie ihr den bekommt, zeige ich euch auch. Da gibt es auch noch ein Programm. Stelle ich euch auch unten in die Beschreibung, klickt einfach drauf, dann könnt ihr euch das downloaden kostenlos. Das heißt das Programm Minecraft Skinviewer.exe, da könnt ihr wirklich jeden Skin einfach machen. Also hier, zack, gebt ihr unten den Namen ein. Ich gebe jetzt einfach mal Fress ein. Ey, den gibt's sogar. Ich gebe jetzt mal irgendwas ein. Freue dich. Gibt's nicht. Okay, nein, Spaß, Leute. Ich gebe natürlich meinen Skin ein. Wenn ihr euren Skin eingegeben habt, dann geht ihr einfach Rechtsklick. Dann erstmal auf Hintergrund und dann auf Transparenz und dann geht ihr hier auf Skin speichern als auf dem Desktop und speichert das dann halt einfach ein. So, wenn ihr es auf eurem Desktop habt, geht ihr wieder Cinema 4D und geht hier rechts bei Benutzerdaten hier auf Custom Skin und hier geht ihr hier hinten auf diese drei Punkte Desktop und wählt euren Skin aus, den ihr da gerade abgespeichert habt, wählt ja und dann habt ihr euren Skin hier drinne. Jetzt habt ihr schon mal euren Skin drin, das ist ja schon mal was Gutes. So, jetzt natürlich die Augen, die nerven uns natürlich sehr. Und wie kriegen wir die weg? Ganz einfach, wir gehen hier auf Steve Rig wieder. Scrollen etwas runter. Hier mit diesen Hebel bewegen, nicht scrollen, weil sonst verstellt ihr was. Hier rechts mit diesem Teil hier runter und hoch bewegen. So, dann geht ihr hier zu Face Expression. Da steht immer Right Eyebrow, Left Eyebrow, Right Eyebrow, Left Eye, Mund. Und da macht ihr die Haken bei rechtes Auge und linkes Auge raus. Und dann habt ihr euren Skin, wie er, ja, dann so aussieht. So, wenn, falls ihr hier oben noch so welche Haare habt, so wie ich, dann geht ihr hier einfach bei Benutzerdaten Second Head Layer einfach hier drauf. Und dann habt ihr das so. Und wie es bis jetzt aussieht, kann ich euch auch mal zeigen. Na, bis jetzt sieht es so aus. Ist ja logisch. Quatsch. Doch, so sieht es gerade jetzt aus. Genau, so sieht es jetzt im Moment aus. So, Leute. Natürlich zeige ich euch mal noch was. Natürlich ist es besser, wenn man das hier mit diesem Cinema 4D Lightroom macht. Stelle ich euch auch mal die Beschreibung. Das ist ein Mediafire-Link. Mache ich auch fertig für euch. Hier ein Cinema 4D Lightroom. Den öffnet ihr einfach, weil da habt ihr noch mehr Licht drin und so. Nehmt das auf jeden Fall. Link ist unten in der Beschreibung. So, Steve Rig. Jetzt, wie ihr den animiert, geht ihr hier einfach auf dieses Bildchen. Rechts neben Custom Skin. Doppelklick. Öffnet so ein Fenster. Klickt ihr hier eine grüne Hand und eine blaue Hand. Klickt ihr zum Beispiel die grüne Hand an, das ist die rechte. Da könnt ihr jetzt hier mit dem Pfeil so bewegen. Hoch, runter, zack, zack. Und hier links, rechts. Vor und zurück. Und wir machen jetzt hier einfach mal eine Standard-Position. Wie sie natürlich Standard aussieht. So. Dann könnt ihr natürlich auch noch hier die Füße bewegen. So, hier, zack. Und zack, yeah, Boss. Boss ist da. Und da könnt ihr halt jetzt verschiedene Positionen machen. So, das ist erstmal für den Körperteilen. Hier das Teil. Und wenn ihr jetzt den Mund noch so bewegen wollt, klickt ihr einfach auf Steve Rig Custom Skin und dann habt ihr hier Eyes und hier so ein Mundfenster. Wenn ihr hier das hier verschiebt, dann könnt ihr die Breite auswählen vom Mund. Wenn ihr das hier bewegt, die ja, Weite, wie weit es auf sein soll. Hier die Zähne. Und hier oben die Zähne. Ich mache das jetzt einfach mal so hier. So. Ups, so. Und wenn ihr wollt, dass der lächelt, ihr könnt den Mund noch bewegen,
Wenn ihr wollt, dass der lächelt, einfach hier oben hier so bewegen. Da könnt ihr hier nach oben bewegen, da lächelt er dann so. Und hier, jetzt kommen wir zu den Eyes. Hier Eyebrows könnt ihr die Position von dem Eyebrow verschieben. Hier von dem. Ups, hier von dem. Hier den Winkel. Mache das einfach mal so hier. So. Und könnt dann hier oben noch die Augen einstellen. Das würde ich nicht empfehlen, weil ihr die Augen eh ausgemacht habt. Also nur hier unten die Augenbrauen. Genau. Und dann seid ihr eigentlich schon fertig mit eurem... Achso, falls ihr noch Rüstung, Schwerter und haben wollt, wieder auf Custom Skin klicken, hier runter gehen. Und dann hier bei Armor könnt ihr Helm auswählen, Chestplate, Leggings, Boots. Könnt ihr dann auf jeden Fall noch machen, hier die Rüstung. Könnt ihr auch die Farbe ändern, zu Eisen oder sowas. Und wenn ihr hier noch mehr haben wollt, hier Sunglasses, eine Sonnenbrille, Schuhe, T-Shirt, Top Hat, also ein Hut. Hier eine Augenklappe, ein Cape, also hier so ein Cape hinten hier, zack. Könnt ihr machen, ist auf jeden Fall auch nice. Könnt ihr das natürlich auch noch ja, bewegen, das Cape. Das Cape könnt ihr dann auf jeden Fall hier zum Beispiel drehen. Könnt ihr das dann so machen, als ob das hier so Superman-Style, ne, wisst Bescheid. Genau, was gab's noch? Gab's noch Nose, Nase. Haare noch weiter, Headbottle, Mustache, Bart oder Cane. Das heißt eine Waffe und hier haben wir noch Rüstung. Also hier haben wir Sword Right, Sword Left, Pickaxe Right oder hier ein Schwert. Dann hier eine Axt, ein Hoe. Also ihr könnt hier Rüstung auswählen, was ihr in der Hand halten soll. Zum Beispiel hier einfach rechts mal so ein Schwert. Zack, schwuppdiwupp. Und schon sind wir fertig mit unserem Skin, Leute. Ich würde sagen, hier könnt ihr noch ein bisschen rumfuchteln, was ihr noch so an Gamma-mäßiges haben wollt. Also an der Grafik und alles sowas würde ich aber nicht empfehlen. Lasst es einfach so. Und ja, ihr könnt ja noch verschiedene Sachen einstellen. Also das ist erstmal das Wichtigste mit den Körperteilen und hier so. Falls ihr es nicht verstanden habt, schreibt in die Kommentare, was ihr noch für Fragen habt, Leute. Damit ich die Fragen beantworten kann, falls ihr Hilfe oder so braucht oder nicht weiterkommt. Und jetzt gehen wir hier oben auf die Rendereinstellung. Ausgabe. Und wählen hier erstmal... Entschuldigung, ich war kurz weg. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich die 9 gedrückt habe. Und das ist meine Aufnahme-Dings. So, dann hier 1920 zu 1080. Das könnt ihr alles so lassen. Lalalala. Ja. Speichern. Geht ihr hier auf... Also hier erstmal, wo ihr es abspeichern wollt. Natürlich Desktop. Und dann gebe ich einfach meinen Test. Ganz einfach Test. So, und dann hier bei Format PNG. Und hier bei Alpha-Kanal Häkchen rein und bei Straight-Alpha-Kanal auch ein Häkchen rein. Bei Multipass würde ich keinen Haken reinmachen. Aber ich würde dann hier noch Effekte hinzufügen und dann hier ein Global Illumination. Weil das gibt nochmal richtig schön Farbe dazu. Zeige ich auch gleich, wie es aussieht. Und dann, wenn ihr den Effekt Global Illumination habt, klickt ihr hier auf Global Illumination und dann hier oben auf Iridescent Cage. Und da macht ihr hier... Bei dem ersten niedrig, bei dem zweiten niedrig, bei dem dritten kleinste Quadrat, bei dem Kletten da macht ihr minimal. Und dann habt ihr es abgespeichert und geht ihr einfach auf Rendern. Ups, Rendern. Und jetzt seht ihr schon den Unterschied, wie das aussieht zum Schluss. Richtig nice sieht es aus. Wir lassen es jetzt mal rendern und dann seht ihr das. Lol, auf jeden Fall, ne? Ach so, ihr braucht den Lightroom, um das zu machen mit dem Effekt hier Global Illumination, glaube ich. Lassen wir ihn einfach mal raus und rendern das jetzt einfach mal. So sieht das Skin eigentlich nicht aus. Bei Lightroom sieht das Skin dann noch viel besser aus, Leute. Kann ich euch ja auch mal eben schnell zeigen. Also das wäre jetzt euer Skin. Ihr habt den jetzt auf dem Desktop abgespeichert. So wäre euer Skin jetzt fertig. Genau, hier wäre er dann. Sieht nicht so nice aus wegen den schwarzen Stellen. Das zeige ich euch mit dem Lightroom hier. Link unten ist in der Beschreibung. Ich muss es oft genug sagen, weil hier dieses Cinema für den Lightroom, der ist wirklich nützlich. Schaut in die Beschreibung, da ist der Cinema 4D Lightroom mit dem, also ihr öffnet mal 4D Lightroom, öffnet ihr einfach, dann geht ihr oben wieder auf Content Browser, diesen Weltatlas, wieder Steve Custom Rig, Steve Rig Custom, fügt euren Skin ein, bla bla bla, das mache ich jetzt einfach mal eben ganz fix, ich mache jetzt hier aber keine Bewegung oder so, ich will einfach nur zeigen, wie der Unterschied da aussieht mit dem Lightroom, sieht auf jeden Fall richtig nice aus, so, jetzt machen wir so, hier ist schon alles voreingestellt, also hier macht er bei Global Illumination Instant Cage okay, das auf hoch. Das hier macht ja... Also es ist schon alles so eingestellt.
fummelt bei Global Illumination, macht einfach nur Haken rein und fummelt dann nicht mehr rum. Also geht hier auf Effekte, Global Illumination auswählen und dann einfach so lassen. Und dann geht er hier auf Rendern, also ich muss noch speichern. Ich rendere es einfach und dann seht ihr ja schon, wie es aussieht. Jetzt seht ihr schon, wie das bearbeitet wird. Das wird jetzt von Global Illumination richtig gut bearbeitet. Ihr seht schon, wie das aussieht überhaupt. Richtig nice. Es sieht jetzt viel besser aus als mit dem normalen Cinema 4D. Also ja, unten der Link Beschreibung Cinema 4D Lightroom. Und jetzt seht ihr schon die Farbe. Oha, sieht doch viel besser aus, Leute, oder? Konturen, alles viel besser, Farbe besser. Und ja, die einzelnen Konturen hier zählen und alles sieht einfach nur besser aus. Und das würde ich euch empfehlen. Genau, Leute, falls ihr sonst noch irgendwelche Fragen habt bezüglich jetzt das Tutorial, übrigens hier bei Skype, ne, abonniert Athos HD, bester YouTuber. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, Leute, beziehungsweise sage ich jetzt gleich, wenn euch das Tutorial gefallen hat, also nicht abschalten, jetzt kommt es gleich noch ein Webcam-Video da hinten dran, nicht abschalten, jetzt kommen noch ein paar Infos bezüglich den Links und alles sowas unten, mischen und ein paar Songs sagen. Aber wenn euch das Tutorial erstmal gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Abonniert meinen Kanal, damit ihr nie wieder ein Video verpasst. Und genau. Und dann sehen wir uns jetzt gleich nochmal. Jetzt hänge ich hier noch schnell eine Webcam-Info hin dran. Bis gleich. Ciao. Was geht, Leute? Ja, ich hoffe, euch das Tutorial jetzt gefallen, was ich eingeblendet habe. Hört ihr mich überhaupt? Ist das Mikro an? Hallo! Ich denke mal, es ist an. Falls das Tutorial gefallen hat, wie gesagt, positive Bewertung, würde ich mich sehr freuen. Abonniert meinen Kanal, damit ihr mich noch mehr motiviert. Habe ich ja gerade so gelabert. Jetzt nochmal zu dem Steve Rick. Bitte verpennt das nicht, unten in die Beschreibung zu schauen. Glaube ich nicht beim Tutorial. Schaut gleich unten in die erste. Der erste Link ist der Steve Rick. Ich stelle euch den kostenlos zur Verfügung für immer. Das heißt, wenn ihr unbedingt den Steve Rick schon seit Monaten haben wollt, ich will Skins animieren, ich will die Vollversion. Ich stelle euch die jetzt bereit, ja? Ich stelle euch die, kann ich das hier nicht irgendwie mal runternehmen? Scheiß drauf. Ich stelle euch das jetzt bereit, ne? Also nutzt die Chance. Was heißt Chance? Ich lasse es für immer drinne. Ich lasse es für immer in dem Video drinne. Bei Mediafire. Ihr klickt einfach auf den Link. Oh, ich sehe gerade so ungeschminkt hässlich aus. Nein, schminkt mich nicht. Klickt einfach auf den Link. Unten in der Beschreibung. Zu dem Mediafire-Link. Und dann habt ihr die Vollversion von dem Steve Rick. Ich gebe euch die 15 Euro, den 15 Euro Steve Rick umsonst. Als Geschenk. Damit wir schon mal eine Verlosung hier weg haben. Und zwar verlose ich das an alle, die da draußen irgendwo auf der Welt hocken. Also könnt ihr da unten draufklicken, da habt ihr die Vollversion von Steve Rick. So, der zweite Link gleich darunter ist dieser Global Illumination Cinema 4D Dings. Also klickt da drauf, damit ihr den Lightroom downloaden könnt, weil dann sieht euer Skin noch besser aus. Und ja, mehr Links sind dann eigentlich gar nicht mehr in der Beschreibung. Also jetzt die Infos und so mit Facebook und so. Also schaut auf jeden Fall rein. Ich gebe euch den Steve Rick kostenlos. Ich habe mir gekauft und gebe euch den kostenlos zum Download zur Verfügung. Ich finde das schön. Ja, natürlich finde ich das schön. Wenn ihr es schön findet, dann downloadet euch den einfach. Habt den kostenlos. Gebt an euren Freunden weiter, falls ihr die auch braucht. Könnt ihr sagen, ja, hier, der Trollen TV hat jetzt hier so einen Link hingemacht, wo wir jetzt den Steve Rick kostenlos bekommen. Und ja, Leute, das möchte ich euch auf jeden Fall zur Verfügung stellen. Ich werde auch, zum Beispiel auch mal, sag ich mal, viel Verlosung machen zu Programmen, werde ich auf jeden Fall, die sehr teuer sind, werde ich euch kostenlos alles in die Beschreibung tun, irgendwann mal. Ich werde Spiele-Keys verlosen, PSC, habe ich ja alles schon mal gesagt. Und ja, Leute, das war's auf jeden Fall für das Tutorial heute Freitag. Heute kommt dann kein Video mehr, habe ich ja gesagt, immer Freitag nur ein Video. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Unten ist der Steve Rick, ne? Kostenlos. Kostenlos. Das ist die Vollversion. Kostenlos. Mann. Meine Güte. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, bis morgen Samstag, denn da... Ah, nee, ich hätte beinahe gesagt, dass morgen ein... Hahaha. So beginnt er. Ja. Gut. Also bis morgen, Leute. Und ich verabschiede mich von dieser Stelle. Unten ist der Steve Rick. Vollversion.